Für welche Anwendung brauche ich welchen Karabiner? Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support. Es gibt auch bei uns im Shop jede Menge von unterschiedlichen Karabinern, aber für welchen Anwendungszweck ist denn eigentlich welcher Karabiner gedacht? Darüber möchte ich mit euch heute im Video mich unterhalten. Fangen wir an mit dem ganz Kleinen. Es spielt heute in dem Video keine Rolle, ob es hier sich um einen Big Grip handelt oder ob es sich um einen normalen Karabiner handelt. Dazu gibt es ein anderes Video, was das Besondere an der Big Grip ist. Ich verlinke euch das mal hier. Heute soll es einfach nur darum gehen, für was sind die unterschiedlichen Bauformen, die unterschiedlichen Größen und wann benutze ich welchen. Fangen wir an mit dem Kleinen. Der ganz Kleine oder auch Mini bei uns genannt, ist dafür da oder wird hauptsächlich dafür eingesetzt, um den Hauptautomaten mit einem Karabiner zu versehen. Der Hauptautomat ist bei uns mit einem 2,10 Meter langen Schlauch versehen und wird so über den Kopf geführt und noch steckt normalerweise im Mund, um ihn verwenden zu können. Wenn ihr aber nun zum Beispiel auf eine Stage wechseln wollt und müsst den Automat aus dem Mund nehmen, dann würde der Automat frei im Wasser schwimmen und könnte sich auch vom Kopf lösen oder einfach nach unten gleiten und damit im Dreck rumliegen, was dem Automaten nicht besonders gut kommt. Wenn ihr einen Karabiner an den Automaten befestigt, könnt ihr an den rechten D-Ring des Harness ganz einfach den Automaten wegklippen und er ist sicher verstaut. Ihr wisst auch, wo er ist. Wenn es mit der Stage ein Problem geben sollte, ein Gasausfall oder was auch immer, habt ihr euren Hauptautomaten hier und könnt ihn einfach wieder in den Mund stecken. Alternativ natürlich auch den Backup. Aber der Mini-Karabiner ist hervorragend geeignet, um eben den Hauptautomaten wegklippen zu können. Der Vorteil daran ist, er ist sehr klein, er ist leicht, er stört nicht, wenn ihr hier im Prinzip, wenn ihr den Hauptautomaten im Mund habt, wenn ihr hier rechts mit dranhängt, wenn ihr schwere, wenn ihr jetzt einen solchen Karabiner verwenden würdet, dann würde dieser deutlich am Schlauch ziehen und euch den Automaten ein bisschen aus dem Mund ziehen. Mit dem Kleinen, den spürt ihr gar nicht und er ist auf jeden Fall groß genug, um etwas wegzuhängen. Letztendlich muss das ja auch nicht viel halten. Den zweiten Karabiner, die zweite Größe, den wir als klein bezeichnen. Früher gab es diese Mini-Variante noch nicht, da war der klein die kleinste Variante, den wir dann auch dazu verwendet hatten, um den Hauptautomaten wegklippen zu können. Aber wie gesagt, mit dem kleinen funktioniert das deutlich besser. Ansonsten, aktuell würde ich sagen, der Kleine ist eigentlich der universale Karabiner. Er wird verwendet, um die Backup-Lampe daran zu befestigen, um dann wieder die Backup-Lampe links und rechts abzuklippen und zu befestigen. Einfach, dass die Backup-Lampe gesichert ist. Ansonsten könnt ihr den Karabiner verwenden, um euren Finimeter auf der linken Seite in den D-Ring einzuhängen. Hier gibt es allerdings auch noch eine Alternative, aber je nachdem, wie man diesen Finimeter einhängt, manche nehmen ihn einfach so und klicken ihn dann weg, dann ist der Kleine sicherlich ganz gut dafür geeignet. Ansonsten, wenn man es bevorzugt, noch seinen Finger durch den Karabiner stecken zu können, insbesondere wenn man noch einen Handschuh oder gar einen Trockentauchhandschuh hat, braucht man hier schon etwas mehr Platz. Und dann könnt ihr eben den Finger durchstecken und mit dem durchgesteckten Finger könnt ihr dann das Ganze wegklippen, also den Finimeter mit Schlauch wegklicken. Und es ist reine Gewohnheitssache, ob man den Karabiner komplett in die Hand nehmen möchte oder eben den Finger noch durchsteckt. Spielt keine Rolle, auch ist er nicht so groß, dass er hier unten irgendwie Probleme machen könnte. Unser großer Karabiner. Also, das ist reine Geschmackssache. Ich habe früher lange den getaucht, mittlerweile ist mir der lieber. Ja, also wie gesagt, relativ universal. Wir waren ja bei dem hier einzusetzen und aus meiner Sicht aktuell Backup-Lampe und Finimeter. Natürlich auch, um Dinge zu sichern, wie zum Beispiel Wetnotes, wenn ihr in eurer Anzugtasche verstaut, auch dafür ist es eine gute Größe, da ist der auf jeden Fall zu klein, der wahrscheinlich zu groß. Also
Der Kleine kann eigentlich immer dann angewendet werden, wenn es irgendwas zu sichern gibt, was wegzuklippen gibt. Die nächste Variante, diese große Variante, die ich euch gerade schon mal kurz gezeigt habe, um eben ihn vielleicht auch für das Fini zu verwenden, wird standardmäßig von Dearson bei den Dearson Stage Rigging Kits verbaut. Und damit sind wir auch schon bei einer sehr guten Anwendung für diesen Karabiner, nämlich für die Stage, für das Stage Rigging Kit, wo es durchaus oft sehr sinnvoll ist, einen Finger durchzustecken, um die Stage, um die Flasche besser im Griff zu haben, wie wenn man sie nur so nimmt. So hat man die Stage, die doch ein bisschen Gewicht oder ein bisschen Widerstand bietet, wenn man damit im Wasser umgeht, hat man sie sicher fixiert und kann sie dann einklippen oder natürlich auch am unteren D-Ring einklicken. Zusätzlich könntet ihr auch dann, wenn ihr zwei Stages taucht, das Ganze wieder ineinander hängen, wobei das ist Geschmackssache, ob man das wirklich in den Karabiner dann wieder einhängt oder ob man hier eine Loop nimmt oder einen Schaukelring. Das ist vielleicht nochmal ein anderes Video, wie man die Stage am besten aufräumt. Aber der Karabiner auf jeden Fall aus meiner Sicht für das Stage Rigging Kit. Es gibt von Hälzchen noch Karabiner, die hier ein bisschen dazwischen liegen, die wiederum Hälzchen standardmäßig beim Rigging Kit verbaut. Da spielt es eigentlich dann nicht so die Rolle, ob das ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer ist. Aber aus meiner Sicht ist es schon schön, an einem Rigging Kit, an einem Stage Rigging Kit, eine Karabiner-Variante dieser Größe montiert zu haben. Dann haben wir noch die sehr große Variante, den XXL-Karabiner. Kam mal eine Weile bei den Stage Rigging Kits sehr gut an, weil er damals schon diese Nase hier hatte, mit der man ein bisschen einfacher das Ganze bedienen kann. Ansonsten finde ich ihn relativ groß, also wenn ihr jetzt den vergleicht mit diesem vorher gezeigten, ist das Auge ja eigentlich fast kleiner wie bei dem hier. Er hat aber hier einen sehr großen, mächtigen Aufbau, der zum Wegklippen dann gedacht ist. Aus meiner Sicht braucht es diesen massiven Karabiner nicht, weil im Wasser ist alles irgendwie natürlich wesentlich leichter und es muss eigentlich nicht so massiv halten. Dieser Karabiner hier, der doch sehr schlank ist, ist genauso gut geeignet und macht euch da keine Nachteile beim Stage-Riggen, sondern wahrscheinlich sogar der Vorteil, dass es leichter zu bedienen ist. Natürlich, wenn ihr hier oben schaut, das Auge dann ist hier natürlich deutlich größer. Das heißt, wenn man ihn wegklickt, ist er vielleicht schneller weggeklickt, weil er schöner in den D-Ring reinrutscht. Aber ich tauche eigentlich auch diese Variante hier und habe damit nie Probleme, das Ganze zu öffnen. Schauen wir mal, ob man hier einen Unterschied sieht. Also die Öffnung ist gleich groß und insofern, wenn ihr mal drin seid, dann hakt das sofort hier oben ein mit dem D-Ring. Also aus meiner Sicht der Karabiner eine eher überflüssige Variante. Manche tauchen ihn gerne, dann gibt es ja auch nichts dagegen zu sagen. Mir ist er hier etwas zu groß, aber wenn man vielleicht auch eine Anwendung hat, um irgendwas wirklich Großes, Massives zu sichern, wegzuhängen, mag er seine Berechtigung haben. Deswegen bieten wir ihn auch an für Stage Rigging Kit. Aus meiner Sicht ein bisschen zu groß, würde ich bei dem hier bleiben. Ja, das war es dann auch schon wieder zu der kleinen Auswahl an Karabinern. Wie gesagt, das ist eigentlich so die gängige Einteilung in Mini, Klein, Groß oder XXL. Wenn die dann irgendwie Millimeter kleiner, größer hin oder her sind, spielt das jetzt nicht so die große Rolle. Die hauptsächliche Einteilung habe ich euch kurz gezeigt und damit, glaube ich, könnt ihr schon ganz gut einschätzen, für welchen Anwendungszweck ihr welche Karabinergröße wählen könnt. Wie immer bitte ich euch natürlich, uns einen Daumen hoch zu geben, uns Kommentare zu schreiben und uns zu abonnieren. Das ist jetzt ganz schön viel verlangt, aber wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, macht einfach ein Abo. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten, den wir informieren können, wenn ein neues Video herausgekommen ist. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.